Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder zum Realismus-Sef-Versuch hier auf der Ellerbach in der Version 2 am Hof Kneisel. Ja, ein Fall für X-Factor, das Unfassbare, ne? Also hier verschwinden die Geräte, das ist nicht normal. Das ist unser Hauptthema aktuell hier am Hof. Wir werden auf jeden Fall Lösungen finden, da bin ich mir absolut sicher, damit du und ich da draußen auf jeden Fall d'accord gehen damit. Ihr seht, ich habe schon mal angefangen, weitere Ballen aufzuladen, unsere alte Ernte von der letzten Saison. Es sind noch zweimal Farm, dann ist das Ding voll. Ebenso habe ich schon mal die kleinen, nee, nicht die kleinen, die zwei großen Felder hier runtergenommen mit den Ballen. Ist mir diesmal nicht so gut gelungen, weil ich es einzeln hier rübergefahren habe. Ja, was soll ich da großartigen Anhänger, ne? Und schon gar nicht die Möhre hier. Deswegen bin ich hier einzeln rübergefahren und habe das schon mal vorplatziert. Und ich würde vorschlagen, und ich glaube, da geht ihr auf jeden Fall klar damit. Wir haben uns den... Wir gucken einfach rein. Wir haben uns den Kollegen hier damals gekauft gehabt. Anhänger, das sind nämlich die Meilerkipper vom lieben Micha. Und zwar haben wir den als Tandem gekauft gehabt. Und zwar ohne Autoload. Und wir haben das Ganze dann in Blau gehabt. Ich würde vorschlagen, wir kaufen uns den genauso wieder. Ich weiß nicht, warum das verschwunden ist. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Für 28.900. 28.900. Und ich sage jetzt mal so, wir fügen das Geld hinzu, 28.900. Weil wie gesagt, wir hatten den ja schon. Ich weiß nicht, warum der weggeflogen ist. So, der steht jetzt beim Händler, den brauchen wir ja eh dann da drüben. Somit haben wir dieses Thema schon mal erledigt. Ebenso hatten wir uns ja dann in den irgendeinen letzten 5 Folgen, glaube ich, irgendwann uns das Heckmähwerk auch wieder geholt. Somit sollte das auch passen. Mit der Ballenpresse würde ich vorschlagen, entweder melden wir das der Versicherung oder ich muss erstmal nachprüfen, ob das überhaupt unsere war oder nicht. Das weiß ich aktuell nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass sie gemietet war. Meine ich zumindest mal. Gut, also soweit, so gut erstmal. Ich habe große Pläne, Freunde. Ich habe große Pläne und zweite Ebene. Wir haben genügend jetzt geredet. Neue Woche, neues Glück. Wenn ihr das Video seht, ist Montag. Für mich auch wieder eine frische sozusagen Arbeitswoche. Neue Aufnahmesession. Ich freue mich. So. Ja, das war gerade... Also ich komme jetzt gerade... vom Kindergarten. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens, so 10 nach 7, roundabout. Wir hatten ja Ferien, ne, hier im Schwabenländle, und das ist, sagen wir mal so, die Ferien. Und jetzt mit dem ganzen Regen war für mich, na klar, nicht ganz so cool. Du kannst mit den Kindern nicht ganz so viel machen. Du bist eher drin, weil es hat ja wirklich geschüttet bei uns ohne Ende. Wir haben ja hier Hochwasser. Wenn ihr das seht, da das God of Quick Out. Ja, und du läufst halt in den Kindergarten rein und ich bin halt so einer, ne? Ich kann mir solche Witzle einfach nicht ersparen. Ich so jetzt hier, habt ihr meine Balk wieder, tschüss, schnell raus hier. Und dann, da muss ich mich aber zusammenreißen, da fällt dann nur noch so ein und dann schnell raus. Aber gut, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der solche Witzchen macht im Kindergarten. Die Pädagogen, die freuen sich ja auf die Kinder. Und das soll sie auch haben. So, dale. Hey, ist ja alles nur Spaß, ne? Ist doch alles nur Spaß. Ja, wir hatten halt einen Tag schönes Wetter jetzt von der Woche. Da war ich mit meinen Kindern und mit meiner Frau im Legoland. Und jetzt, 4 Tage später, kriegst du mit, dass es da drüben Ginzburg auch schwer getroffen wurde. Das ist schon happig, ne? Kein schönes Thema. So. Kriegen wir den dahin noch so ein bisschen? So, dale. Also, und dann schieben wir den hier gleich mal wieder aus dem Weg. Den brauchen wir vielleicht nachher wieder.
Was heißt vielleicht? Wir werden ja die Ballen holen. Beziehungsweise, was war's? Wir machen Folgendes. Wir schicken den schon mal auf die Reise. Klappen das so ein bisschen runter. Dann hat er mehr Platz zum Fahren. So, und ich würde mal vorschlagen, wir fahren den einfach hier um die Kurve schon mal, weil das ist wirklich ein Nadelöhr desgleichen. So, und dann können wir nämlich sagen, pass auf, du Dubbels, kommt ein Hubbeljob, freie Fahrt und du darfst irgendwo hier hoch mal fahren. Ich hoffe, er kommt an. Apropos ankommen, ja, ich gehe doch schon weit. Ah, guck mal, da drüben hat der Händler mir den abgestellt. Das ist schon mal gut. So. Wir werden jetzt, na klar, gleich wieder Probleme kriegen hier mit dem Rauskommen. Na, komischerweise reines Zimmer. Einfach. So. Also. Dann gehen wir mal los. Wir werden nochmal die ganze Soße hier verkaufen. Und, also unterm Strich kann ich euch schon mal sagen, die BGA wird kommen. Die wird auf jeden Fall kommen. Wir müssen nur gucken, wie sie finanziell reinkommt, weil es ist auf jeden Fall ein Invest. So, bitte, jetzt wart einfach. Jetzt tusch mal schnell langsam, gell? So, wir müssen weiter rüber, weiter rüber. Ja, Mann! Das wird eine gute Aufnahmesession. Schock sehr. Ach ja, Christoph. Grüße gehen raus an der Stelle. Der Christoph hat zu mir gesagt, Yogi, ich würde dir empfehlen, schalte deine Gänge erstmal durch. Also so, dass es, sag ich mal, den höchsten Gang hast. In unserem Fall jetzt D. Und den Rest würde man dann nur noch mit den Gruppen machen. Wenn ihr das bestätigen könnt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Dann müsst ihr hier nur noch die Gruppen schalten. Können wir gerne mal probieren. Ne? Ich kann es euch nicht versprechen, dass ich es durchziehe, weil ihr wisst, der Yogi ist ein Gewohnheitstier. Helfer B ist erfolgreich angekommen. Das klingt doch schon mal super. Da müssen bloß noch mehr gut ankommen. So, ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob wir hinten reinfahren. Das ist ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken, welchen Knopf ich jetzt drücke. Ich glaube, die Gruppen kann ich ohne Kupplung, ne? Ja. Okay. So, Vorsicht, ich kann nicht anhalten. So, da vorne haben wir gelernt, ein bisschen weiter ausholen. Ist na klar schwierig, ne? Wenn jetzt sagen, KI-Verkehr kommt, haben wir ein bisschen ein Problem. Oh, der kommt auch noch. Bitte, 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 lass uns nicht hängen bleiben. Ja, Mann! Jabadabadu. Aber wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, die Ballen anzuheften. Oh nein, ich habe den Spanngurt vergessen. Ich hoffe, die sind noch drauf. Wir haben es eigentlich bisher ruhig angehen lassen, ne? Aber jetzt bin ich schon da. Jetzt brauche ich auch nicht mehr gucken. So. Ich würde sagen, das fahren wir von hinten heran. Das war ein bisschen zu eng. Ja, habe ich sofort gemerkt. Sofort gemerkt. So, und jetzt, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir die Balle auf jeden Fall festmachen, weil sonst... Oh nein, wir haben mich vergessen. Oh nein, hab's
sondern das Chaos. Warum nur? Ach, es tut mir leid, Freunde. Aber ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen, dass ab hier der Realismus erstmal endet. Er hat sich bemüht. Würde ich vorschlagen. Weil jetzt würde ich hier eh nicht mehr rauskommen, ohne den Verkehr abzuschalten. Ja, du brauchst jetzt so blöd gucken. Helf mit. Gehörst ja schließlich zum Hof hier. Also das hier ist für mich wirklich ein Phänomen des Sondergleichen. Dieser Anhänger, das ist nicht meins. So, jetzt muss ich hier noch weiter ausholen, aber dann komme ich eigentlich hier gar nicht wirklich ins Eck rum. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, ich kann mich da auch nur wiederholen. Größter Respekt an die LKW-Fahrer, wie die das machen, oder Drescher-Fahrer, oder. Guck mal, wie schnell der da rumkommt, ne? Um so einen Meter. Das ist schon kehl irgendwie. So. Wir machen auf einmal locker. Hallo, Spanngürtel. L, ja. Sehr schön. Oh, guck mal, haben wir doch gut verdient. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder am Hof, weil das tue ich euch nicht nochmal an. Versprochen. Na? Jetzt aber. So. Dann gehen wir mal los. Wir haben ja noch mal ein paar Ballen zu holen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, aber die können wir jetzt eh noch nicht verkaufen. Die müssen ja erstmal noch gären, damit wir die Hälfte von denen auch direkt noch verkaufen. Wir brauchen jetzt ja Geld, ne? Wir müssen erstmal Geld machen. 150.000 kostet uns die kleine BGA. Wir werden hier ein paar Umbaumaßnahmen noch durchführen müssen. Also da brauchen wir schon noch so... Boah, und wir haben ja noch einen Kredit eigentlich auch noch zum Zurückzahlen. Also, ich weiß nicht, ob wir das bis zur 100. Folge schaffen. Das wird schwierig. Wir müssen die Ballenpresse müssen wir noch bezahlen am Maschinenring. Wir müssen noch den Schwader müssen wir noch bezahlen. Die werde ich aber noch für euch zur Transparenz erstmal noch hinten anstellen, denn Luzerne werden wir vermutlich am nächsten Ingame-Tag auch noch runterrufen müssen. Steht es schon, das ist schon mal gut. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir die Kredite erstmal tilgen, denn wir zahlen ja sonst auch immer Verzugszinsen etc. Hier kommt jetzt nicht mehr ganz so viel. 100, das waren 3-6 Ballen an der Zahl, ne? Da ist nicht mehr viel. So, ich würde den einfach mal so stehen lassen. So, und dann gehen wir mal kurz ins Finanzmanagement rein. Den hier können wir auf jeden Fall schon mal tilgen. Kredit, Sondertilgung. 2000, noch zu zahlender Betrag 2481. Tun wir mal tilgen. Und hier, was ist da noch? Ah, das ist insgesamt hier unten. Okay, und hier müssen wir noch... 83.000. Oh, da ist ja gar nicht mehr so viel. Pass auf. Wir machen mal 50.000. Sondertilgen. 33 müssen wir noch zahlen. Wir haben 34. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich würde trotzdem mal noch warten für euch zur Info. Denn ich weiß nicht, was für Rechnungen noch anstehen. Aber das ist doch gar nicht so verkehrt, Freunde. Guck mal an, wenn da die Ballen durchgehen und wir diese dann verkaufen, dann sind wir schuldenfrei. Beziehungsweise, dann können wir uns die BGA doch leisten. 150.000, wir werden die Halle vermutlich, ja, was heißt vermutlich, die Halle wird auf jeden Fall abgerissen.
Aber ich habe gerade Ideen. Ich habe gerade Ideen. Dann hat der Händler uns ja noch angerufen. Er hat uns da ein Sonderangebot mit einem Fendt. Da gucken wir uns das auch mal noch an. Oh, das wird eine geile Aufnahmesession. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, ne, animiere ich euch natürlich sehr, sehr gerne dazu, mir ein kostenloses Abo dalassen. Ich glaube nämlich, das wird eine richtig schöne Session hier. Da wird viel, viel passieren. Vielleicht, je nachdem, ein neuer Vorführer, ein neues Fahrzeug für uns. Er hat nämlich gesagt, es ist vom Preis her ganz interessant. Ja, ihr und der Fritz, wir hocken am Sonntag immer zusammen am Stammtisch. Und der hat, na klar, meine Pläne auf dem Zettel mit der BGA und er will mir, na klar, helfen, Geld zum Sparen. Und wenn wir vielleicht den hier verkaufen, den Case, und vielleicht auch noch ein bisschen Geld dafür kriegen und uns einen günstigeren noch zulegen, wisst ihr, wie ich meine? Könnte es vielleicht ganz, ganz spannend werden. Da muss noch ein Muggersäckele weiter rüber, ne? Schlampigwarer brauchen wir jetzt immer für die paar. So, da habe ich jetzt echt Bock dazu. Also, Halle abreißen. Eventuell müssen wir die Weide versetzen. Das gibt mein allererster Umbau auf der Karte hier. Ne, sonst haben wir bisher das ganze Ding eigentlich so verwendet, wie wir es haben wollten, brauchten, gedöns. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Umbauaktion. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, ich lagere die ganzen Ballen noch ein und dann geht es vielleicht in der nächsten Folge schon ins Eingemachte. In dem Sinn wünsche ich euch eine verdammt gute neue Woche und hoffentlich mit endlich trockene Viers. In dem Sinn sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier von der Ellerbach V2. Macht es gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.